Hallo Leute, euer BlueXTO mal wieder am Start. Und zwar wollen wir heute wieder Level von euch spielen. Und dazu gehen wir wieder in die gespielten Level, weil da habe ich schon wieder alles vorbereitet. Beziehungsweise, nee, Sternlevel. Wobei, ist es, glaube ich, egal. Und zwar haben wir wieder welche Level eingeschickt. Und zwar Seotoso, Scryte und Masterwalker beziehungsweise Paul. Und ich rechne jetzt mit einem mittleren Level, mit einem leichten Level und einem schweren Level. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wir fangen an mit dem Level von Seotoso. Und zwar Find the Peace Witch. Und ich bin gespannt. Jetzt ist die Frage, muss ich den Peace Witch finden, um das Level abschließen zu können? Oder nicht? Okay, hier ist auf jeden Fall eine Tür. Ich denke mal, dass wir hier rein müssen. Das würde aber auch bedeuten. Oder nee, kann man hier. Ich vergesse mal, ob man hier Sachen greifen kann. Ja, man kann Sachen greifen. Und hier ist ein Thwomp, den ich eigentlich gesehen habe. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt da reingefallen bin. Ich bin halt übelst schlecht. So. Hier ist ein Trampolin. Und es kommt nur einmal raus. Na gut. Dann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da oben hätte lang können. Ich glaube schon. Okay. Aha. Bin ich hier in der Falle? Ne, ich bin mir sicher, irgendwo komme ich raus. Hier komme ich raus, genau. Ja, dann gehe ich mal raus. Dau! Jetzt weiß ich nicht. Die Münzen bleiben gespeichert, das Trampolin nicht. Ich mach mal alles frei. Ja, komm. Weil bei Bowsers Puzzle Dungeon war das ja auch so, dass man eine Brücke bauen musste. Und die Blöcke wurden nicht resettet, das Trampolin aber schon. Und ne, was rede ich eigentlich da? Das bringt mir eigentlich nichts. Außer, dass ich hier eventuell mit einem Trampolin dann reinkomme. Genau, dann könnte ich hier oben etwas machen. Ja, vielleicht hat er so weit gedacht. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall danach aus. Dann. Und am Ende komme ich dann wieder hinten raus zu der Tür. Wenn das so stimmt. So, hier ist ein Schuh, der mich attackiert. Okay. Na komm. So. Okay. Okay. Ich gehe mal hier hoch. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein Safe Way? Also falls ich hier oben runterfalle. Ich glaube schon. Von daher. Flammen. Die kriegt mich nicht, die kriegt mich nicht. Nee. Gut. Nee, ich glaube, das war nur ein alternativer Weg. Ist auch in Ordnung. Und jetzt sind wir hier. Wo kommen wir rein? Wieder in die. Ja, wie nenne ich das? Star Level Belt. Achso, jetzt sind wir hier, wo wir vorher schon waren. Und hier ist ein Checkpoint. Den können wir theoretisch erreichen, wenn wir uns treffen lassen hier. Aber ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Komme ich mit dem Schuh so weit hoch? Nee. Ich schau mal, ob ich hier was machen kann. Anscheinend nicht. Na doch, ich komme in die Röhre rein. Okay, dann gehe ich in die Röhre rein. Und es sieht nach einem Bonusraum aus. Nein! Ich hoffe, der Schuh ist nicht weg, aber ich glaube, er ist weg. Nee, das wäre jetzt echt doof. Mann! Ah, die Stelle. Das war blöd. Ich freue mich zwar über die Münzen, aber. Aha. Ach, warte. Hä? Ich kann ja mit dem Schuh einfach hier wieder zurückgehen. Okay, wenn ich es schaffen würde. Kann ich's? Ja, ich kann. Shorthop. Ich bin ja Smash Bro hier. Ich kann Shorthoppen. Und jetzt hole ich mir den Checkpoint. Und jetzt bin ich groß. Aber ich glaube, das ist nicht vonnöten. Okay, was ist hier los? So. Ja, genau. Um Gottes Willen. Ich glaube, ich muss
Hier einfach hüpfen. Ja. Aber das Trampolin, das kann ich mir mitnehmen, ne? Nee. Doch, theoretisch, oder? Ich kann es mir mitnehmen. Ich nehme es mir auch mit. Ja, doch. Den Umweg mache ich jetzt mal. Für das Trampolin. Vielleicht brauche ich es dann noch. Ach, shit. Warte, hier kann ich... Hier bin ich doch gerade drauf gestanden. Naja, egal. Ich versuche es noch einmal und wenn es nicht klappt, dann mache ich es so, wie es geplant war. Oder kann ich hier... Ach, ich mach's. Ich nehme das Trampolin nicht mit. Aber ich bin mir sicher, das kann man mitnehmen irgendwie. So, ist hier der P-Switch drin? Das wäre nice. Hier ist der P-Switch. Yay. So. Ich habe mich unnötig treffen lassen. Hier in der Röhre. Aber das Problem ist jetzt, wenn ich den aus Versehen drücke, dann habe ich das Level ja eigentlich verloren, ne? Oder ist hier noch ein P-Switch? Nein, das ist ein Up. Okay. Ich drücke den P-Switch lieber nicht. Oh mein Gott. Wenn ich das jetzt verkacke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee. Ich überlege mir gerade, ob ich einfach wieder zurückgehen soll. Weil der Weg ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Aber das geht nicht, ne? Ach, scheiße. Wenn ich noch groß wäre, dann könnte ich das machen. Dann könnte ich da einfach tricksen. Aber ich bin leider nicht groß. Von daher... kann ich das nicht tun. Ja, dann muss ich diesen schrecklichen Weg nehmen. Oh mein Gott. Ich werde hier sterben. Definitiv. Weil die Schildkröte, die nervt auch ein bisschen. Oder warte. Ach du Shit. Ja. Vielleicht kann ich mit dem P-Switch die Gegner blocken. Und ja. Mal schauen. So, zweiter Versuch. Ich schau mal, ob ich die blocken kann. Ich bin ja YouTuber. Ich kann das. Ach nee, ich nehme einfach die. Na du Scheißding! Ja, super. Na, vielleicht reicht's ja, wenn das jetzt das Ende ist. Oh mein Gott. P-Switch, der... Nein, nein, nein. Na, das reicht nicht. Okay, bis gleich. Come on. Do it. Boah. Das war knapp. Boah, okay. Okay, dann müsste ich es jetzt geschafft haben eigentlich. Jupp. Wow. Wenn ich da jetzt runtergeflogen wäre, das wäre dumm gewesen. Aber ich bin ja nicht dumm. Und das ist tatsächlich das Ziel. Mit IH. Was bedeutet IH? Seotoso? Ich weiß es nicht. IH. Hm. Irgend sowas wie Well Played oder irgendwie so? Naja. Schreib's mir in die Kommentare, wenn das eine Bedeutung hat. Oder vielleicht soll es auch einfach nur I heißen. So, jetzt spielen wir Under the Mountain von Scryte. War auf jeden Fall ein gutes Level mit dem P-Switch. So. Ich verliere gar keine Zeit, ne? Ich spiele sofort weiter. Vielleicht sollte ich doch nicht die Level vorher schon auswählen, damit ich noch ein bisschen über das andere Level reden kann. Aber naja, warte, den Pilz, den können wir holen. Bombe. Genau. Ich bin schon auf das Level von Master Broker gespannt. Weil das wird sicherlich schwierig sein. Von daher bin ich froh, dass ich jetzt noch ein einfaches Level krieg. So. Ist hier ein One-Up, genau. Ja, One-Ups sind die einzigen Arten, wie man den Spieler eigentlich belohnen kann. Außer halt irgendwie Power-Ups wie eine Feder oder so. Oder Feuerblume von mir aus. Von daher rechne ich eigentlich immer mit einem Power... mit einem... Ah, das war gemein. Jetzt hat die Flamme mich mitten im Satz unterbrochen. Und ein One-Up, genau. Genau, Scryte baut ja gerne solche kleinen Secrets ein.
Das One-Up holen wir uns auch. Yay. Und deswegen halte ich auch so ein bisschen Ausschau danach. So. Genau. Ist hier noch was? Ich hüpf. Ja, genau. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Und ein Checkpoint. Yay. Wow, das war knapp. Eine Wanke? Okay. Warte, der kommt runter. Yoshi! Oh mein Gott. Noch ein Yoshi. Yoshi Factory. Oh yeah. Nein, Yoshi. Oh, es kommen ja unendlich nach. Eieiei. Ich stelle mich gerade an. So. Gut. Ne, hier ist kein Pilz. Ich glaube, ich schmeiß das Trampolin lieber weg. Um das Feuer auf. Ich schmeiß Yoshi weg. Hammer Yoshi. So. Okay. Ach, genau, so. Ist hier ein One-Up? Nein. Hätte sein können. Aber ich habe schon drei Stück gefunden. Hier springe ich mal nicht rein. Nicht, dass ich tot bin. Hier ist das vierte One-Up. Ich glaube, das war schon das vierte, ne? Wenn nicht, dann... Oh, buh. Kann ich dich eigentlich aufschlucken? Nee. Und er hat eine Zielanimation. Mal schauen. Yay. Ah, ich glaube, ich habe es verbockt. Eigentlich hätte ich zurückfliegen müssen, glaube ich. Naja, egal. Schönes Level. Und auch du kannst mir natürlich wieder sofort ein Level einschicken. Ich freue mich über jede Einsendung. Und ja, jetzt kommt das Master Level von Paul Masterwalker Black Castle. Und das Spiel habe ich das Level habe ich tatsächlich noch nicht angezockt. Obwohl ich ja einige Level ohne Video schon von ihm gespielt habe. Aber dieses Level hier habe ich nicht gespielt. Aber ich rechne mit einem wirklich schweren Level. Jetzt habe ich nicht geschaut, wann er das erstellt hat, weil es kann durchaus sein, dass er das runtergenommen hat, um noch einen Checkpoint einzubauen. Es wäre eigentlich ganz cool, das zu wissen. Wenn er Checkpoints eingebaut hat, dann wäre das ganz cool. Aber ich bin mir nicht sicher, oder? Schauen wir mal. 20 Leute haben es betreten, okay. Also es kann gut sein, dass Checkpoints drin sind inzwischen. Oh, das war nicht gut. Ah, buhu. Das war wirklich nicht gut. Shit. Wir gehen jetzt mal in die andere Tür. Vielleicht ist da irgendeine Hilfe. Genau, das habe ich nämlich gerade gesehen, dass da ein extra Fenster ist. Und, wow. Es ist nicht leicht, da rauszukommen. Gut, der Kamek ist weg. Gott sei Dank. Das ist der böse Kamek. Ja. Und da ist es schon wieder weg, das Power-Up. Okay, Knochen trocken. Wo ist denn der? Ach, der kommt von jetzt. Okay. Jo. So, das müsste reichen. Ja, das reicht. Hammer Bro. Ja. Kein Problem eigentlich. Ich warte jetzt ab, bis der springt und... Muss auf den Knochendrücken aufpassen. Weil der ist böse. So. Ach, hier geht's nicht runter. Scheiße. Okay. Hüpf. Ach Gott. Ja. So. Ich hab's geschafft, oder? Nein. Jetzt weiß ich nicht, wann er runterspringt und wann nicht. Ach Gott. So. Eieiei. Ach, ich riskier's einfach. Ach komm, warum springt er immer wieder hoch? Mensch! So, jetzt hüpf mal. So, danke. Weh, ich hab dich jetzt gebraucht. Nee, nee, das wäre auch ein bisschen zu schwierig gewesen. So. Und hier kommen ganz viele Goombas. Ach Gott. Okay, ich dachte kurz, dass ich die Goombas für irgendwas brauche. Ist das ein Checkpoint? Nee, ist kein Checkpoint.
Schade. Ach du Himmel. Okay. Oh, diese Gegner, ich hasse sie. So, dann. Ja. Wow! Und hier ist eine Feuerblume, Feuerblume. Ach, diese Gegner, die töten mich nicht. Warum ist das hier kein Checkpoint? Na gut, für einen Checkpoint wäre es auch ein bisschen zu früh, glaube ich. Zumindest, wenn man der Levellänge von seinem normalen Level geht. Okay, hier geht's nicht rein. Hui. So, was ist hier? Okay, ein Pilz, den brauchen wir nicht. Okay. Whoops. Ich spring mal da oben drauf. Den richtigen Moment abwarten und... Genau, so. Okay, ich habe anscheinend eine Abkürzung gefunden. Blind Jump. Naja, gut, das war kein richtiger Blind Jump, weil ich mich ja abstützen konnte in dem Sinne. So, hier ist nichts mehr, okay. Oder ist hier was? Ich würde jetzt am liebsten da hinterher springen, aber... Ich lasse es einfach mal lieber. Nein! Die Bombe brauche ich. Ja, die Bombe brauche ich. Bisschen Power-Up. Eine Feuerblume noch. Jawohl. So. Bombe, ich brauche dich. Komm runter. Komm, 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 komm. Ah, jeder dann. So. Komm runter. Yay. Ah, nee. Ah, fuck. Ich glaube, es reicht dann, wenn ich die Bombe einfach laufen lasse. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Jawohl, das reicht. Okay, gut. Ja. So schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Aber ich mache mir halt schon so meine Gedanken. Hier ist ein Pilz. Das macht er sehr gerne, dass man hier wieder klein werden muss. Aber ich bin ja groß. Von daher. Oh, kam ich zuerst. Genau. So, hier ist eine Tür. Und die ich noch nicht rein... komme. Tür? Oh nee. Ich hätte den Kamek, glaube ich, nicht töten dürfen. Ja, so eine Stelle ist blöd. Na. Na gut, dann muss ich nochmal Plan B machen. Aber der Kamek, der kommt auch nicht mehr zurück, ne? Aber ich habe keine Lust, das Level nochmal zu machen. Bis hierher. Zumindest solange ich nicht tot bin. Und da hoffe ich jetzt, dass ich hier einfach wieder rein kann. Und dann ist der Bereich wieder neu, ne? Ach, scheiße. Ja, die Gumbas sind auch wieder da. Und die Dinger auch. Oh je. Ah ne, okay, gut. Das geht so. Ja doch, die Gumbas sind da. Ja super, was soll ich jetzt machen? Ich kann versuchen... Ich glaube, das geht nicht, ne? Nee, ich glaube, ich bin tot. Aber ich habe noch 200 Punkte gekriegt. Na gut, dann bis gleich. So, dann bin ich wieder. Diesmal töte ich den Kamek nicht. Aber ich... Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass hier doch ein unsichtbarer Block ist. Ich weiß nicht, warum ich das nicht überprüft habe. I don't know. Okay, ich gehe mal den längeren Weg, also den schwierigeren Weg. Wo bin ich? Schöne Aussicht. Okay, was wäre eine andere Tür gewesen? Ich glaube, das ist der Weg, wo es weitergeht. Ist hier noch mal ein Power-Up? Wenn ja, wäre das ziemlich... Ach, freundlich. Warum rechne ich? Okay. Dann kann man sich ja doch hier nicht verbauen. Ja, dann hätte ich den... Ich wollte das gar nicht... Nee, okay, jetzt bin ich wirklich klein. Hey, sag mal, kriege ich den Jump nicht hin? So. Warte, hier muss man ja eigentlich groß sein, um die Blöcke überhaupt wegzumachen. Das heißt, der Kamek, der muss trotzdem überleben. Weil man geht ja davon aus, dass der Spieler klein ist in dem Abschnitt. Ja, von daher war das ganz gut durchdacht, ja.
Jetzt ergibt auch alles einen Sinn. So, aber jetzt schauen wir mal, ob ich als kleiner Mario hier überhaupt noch was... So! Warum, Koopa? Nein! So, da bin ich wieder. Und diesmal sogar noch groß. Oder bin ich eigentlich hier? Ich glaub schon. Oder? Ja, genau. So, ah, da bist du wieder. Du, Koopa, stirbst. Jetzt trifft er mich tatsächlich zweimal. Na gut, bring ich selbst um. Und hier war das Ziel. Oh. Okay, nice. Oh, dass ich kurz vor dem Ziel nochmal gestorben bin, das ist echt doof gewesen. Aber egal. Ja, das war ein sehr schönes Level. Jetzt interessiert mich aber, ob du das nochmal neu hochgeladen hast oder ob das ursprünglich schon so war. Weil ich empfand es jetzt nicht als so schwer. Also es war nicht... Also es war nicht... Es war schon anspruchsvoll, aber nicht so schwer. Und Hochladedatum 7.11., das heißt nach dem Update. Ja, ich glaube, du hast da einige Sachen entschärft. Finde ich aber gut. Obwohl ich jetzt der Erste oder Zweite bin, der den Stern gibt, was mich ein bisschen wundert. Ja, ich hoffe aber, dass du trotzdem weiter baust. Und genau. Warte, ich schau mal. Jetzt interessiert es mich aber. Genau. Also du hast ein paar Level runtergenommen, beziehungsweise die wurden leider runtergenommen. Von Nintendo. Ja. Bau einfach ein einfaches Level, was viele Sterne gibt. Ein Automatik-Level oder so. Und dann kannst du auch ganz ohne Probleme deine normalen Level bauen. Ja. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, ich wollte mich verabschieden. Jo, auf jeden Fall. Cooles Level. Von euch dreien. Und ja, ihr könnt mir natürlich jetzt auch wieder ein neues Level einschicken, wenn ihr wollt. Und alle anderen natürlich auch. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Und bis demnächst. Ciao.